Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich war jetzt eben bei den ersten Wortbeiträgen dieser Debatte doch ein bisschen überrascht über die Schärfe, die da gerade von Herrn Hafke und Herrn Stein reingebracht wurde, weil gerade, wie es der Kollege Vogt gerade schon erwähnte, wir sind in den Forderungen ja gar nicht so weit auseinander. Nichtsdestotrotz muss man bei diesem Antrag, wenn man ihn sich anschaut, lieber Kollege Hafke, und nicht nur das Smartphone, erstmal sagen, der Antrag hat zwei Seiten. Der Antrag hat zum einen die Seite irgendwie eine sinnvolle Forderung, die wir ja dann auch im Entschließungsantrag aufgegriffen haben. Auf der anderen Seite dann aber auch vor allem jede Menge Wahlkampfgeflitter. Das sind die ewig gleichen Versatzstücke. Der Kollege Rasche hatte eben vorgeschlagen, eigentlich könnte man ja den Redenschreiber von CDU und FDP einen gemeinsamen Redenschreiber machen. Nee, das war ein Zwischenruf von hier vorne. Wie auch immer. Jedenfalls muss man einfach sagen, die Versatzstücke, die Textversatzstücke, die in diesem Antrag drin sind, wo es darum geht, wie furchtbar im Land alles ist, das sind die ewig gleichen, die wir hier jede Woche wieder hören. Dann kommt da das E-Government-Gesetz, das in der Sachverständigenanhörung als bundesweit vorbildlich bezeichnet wird, das Ihnen nicht schnell genug und nicht schön genug ist. Dann kommt, obwohl es an dieser Stelle gar nicht wirklich was damit zu tun hat, die Breitbandversorgung, die wir heute Morgen einmal drin hatten, einmal in der Debatte schon hatten. Das geht alles ganz munter durcheinander. Und diese üblichen Versatzstücke, darauf wollten wir einfach verzichten. Wir hatten Ihnen ja auch angeboten, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, nämlich an der Stelle, wo es tatsächlich auch Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Nämlich nicht in den Wahlkampfrhetorik, sondern in den Forderungen. So, und wenn man sich diese Forderungen anschaut, dann geht es darum, einen Beitrag zum Wettbewerb Digitale Stadt hier nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Das macht durchaus Sinn, weil dieser Wettbewerb interessant ist, weil eben für viele Städte sich Smart City als große Herausforderung eben stellt, die auch angegangen werden soll. Und ich muss auch sagen, auch aus grüner Sicht eben in vielen Bereichen, die uns auch wichtig sind, neue Perspektiven ja auch durchaus ermöglicht. Wenn Sie sich alleine anschauen, auch nicht nur die ökonomischen, sondern auch die ökologischen Möglichkeiten, die etwa intelligente Verkehrskonzepte bieten, die intelligente Logistikkonzepte bieten, die auch intelligente Einzelhandelskonzepte bieten. Wir haben ja in NRW da schon auch ein paar Vorschläge für gemacht mit unseren Konzepten und unserem Wettbewerb, wie es da vorangehen kann, bis dann hin zu Versorgung und Bürgerservice-Angeboten. Da ist sicherlich das schon ein ganz spannendes Feld, wo wir hier in Nordrhein-Westfalen auch gut aufgestellt sind und auch gute Städte und Gemeinden haben, die sich da gemeinsam auf den Weg machen können. Ich finde, der Wettbewerb ist durchaus interessant angelegt, nicht nur, weil er ein interessantes Thema bearbeitet, sondern auch, weil er ganz interessante Größenordnungen von Städten und Gemeinden anspricht. Der Kollege Vogt hat es eben schon gesagt. Wir haben es noch mal in Erfahrung gebracht. Es ist auch möglich, dass Kommunen miteinander kooperieren. Eben als Wettbewerbsbeitrag, das ist vielleicht auch noch mal eine zusätzliche Dimension, die sinnvoll ist, die Hochschullandschaft einzubeziehen und breite Bündnisse zu schmieden. Das ist natürlich eigentlich eine logische Konsequenz aus dem Thema Digitalisierung an dieser Stelle. Abschließend, ohne das Thema oder ohne die Zielrichtung dieses Antrags irgendwie doch noch mal durch die Hintertür schlecht machen zu wollen. Ich glaube, man muss schon sehr genau schauen, dass Leuchtturmprojekte, wie es diese digitale Stadt eben am Ende maximal sein kann, auch wirklich eine Wirkung in die Fläche entfalten müssen. Es gab ja vor 10 Jahren schon mal eine ähnliche Geschichte mit der T-City in Friedrichshafen. Und da haben wir halt gesehen oder auch sehen müssen, dass Leuchttürme nur dann funktionieren, wenn auf dem Ozean auch Schiffe unterwegs sind. Und an den Schiffen arbeiten wir seit vielen Jahren. Wenn wir es jetzt schaffen, einen Leuchtturm zu uns nach Nordrhein-Westfalen zu holen, dann soll uns das gefallen. Das machen wir gerne. Wir machen nicht den Wahlkampf mit Ihnen gemeinsam, aber an einer Stelle, wo wir uns in der Zielrichtung einig sind, da kann man auch 4 Monate vor einer Wahl mal ein gemeinsames Signal abgeben. Insofern hoffe ich, dass Sie sich unserem Antrag dann anschließen können. Vielen Dank.